Good morning, Leute, und willkommen hier auf Freundships Paradise. Wir befinden uns tatsächlich schon im 36. Bauvlog. Es ist wirklich, es ist krass. Die Zeit rennt richtig heftig. Und im letzten Video habe ich euch meinen lieben René vorgestellt, mein neuer Mitarbeiter. Ja, Leute, ab sofort, jeder, der es verpasst hat, wir sind zu zweit hier. René, komm her! Ich bin so glücklich, denn heute ist tatsächlich der erste Tag, wo René hier ist. Ja, Mann. Ja, Mann. Also, Leute, macht euch gefasst auf eine geile Zeit hier. Jetzt geht alles dreimal so schnell, denn ihr wisst, zu zweit arbeitet man immer dreimal so schnell, mindestens. Und auch dreimal so geil. Ja, und heute ist unsere erste Aufgabe tatsächlich, die Deckenpaneele im Büro fertig zu montieren. Da habe ich ja am letzten oder vorletzten oder vorvorletzten, keine Ahnung, Bauvlog euch gezeigt, dass wir die Dinger schwarz-matt gestrichen haben. Und die müssen jetzt an die Decke. Nee, die erste Arbeit war heute tatsächlich schon der Bauhof. Da habe ich die ganze Pappe weggeschmissen. Ja, genau. Wird gut, Leute. Wird gut. Kriegen wir hin. Auf eine geile Zeit. Bis später, Leute. Tschüss. Sind wir fertig oder was? Sieht ganz so aus, wa? Wollen wir mal zeigen, wie das aussieht jetzt? Schwenk mal hoch. Ja, haha, ist das geil, ey. Boah, sieht das fett aus. Ja, Leute, also ich würde sagen, die erste Tätigkeit hier mit René zusammen, die hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Das sieht sowas von gut aus. Hammergeil. Wir machen jetzt kurz Mittagspause und danach wird der René die ehrenvolle Aufgabe bekommen, die ganzen Schrauben wieder schwarz zu pinseln. Hier in der Ecke haben wir das gestern schon gemacht. Das sieht man einfach gar nicht mehr. Irgendwo haben wir es gemacht, da. Genau. Also das heißt, wenn da schwarze Farbe drüber ist, ist alles im Load. Nee, gefällt mir wirklich gut. Finde ich geil. Ist jetzt relativ wenig Arbeit gewesen. Also ich meine, war jetzt ein bisschen Vorbereitung und so. Und das Zeug da dran zu tackern, ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Aber das passt schon. Im nächsten Schritt weiß ich nicht so genau, was wir machen. Aber ich glaube, wir werden uns hier um die Aufkantung kümmern. Denn hier im Büro soll, wie ihr da hinten sehen könnt, die Aufkantung mittels Holz versteckt werden. Sodass es hier nach und nach ein bisschen schicker und hübscher wird. Dafür habe ich mir 3 Schichtplatten besorgt. Die werden wir schön anpassen, zusammenschrauben. Und ja, dann sieht das hier irgendwann schön aus. Sodass wir dann auch relativ... Diese Dämmung im Mund, ey. Sodass wir dann auch relativ zeitnah hier irgendwie einen Schreibtisch oder sowas reinbauen können. Damit wir hier arbeiten können. Jo. Gut, Mittag und danach geht's Vollgas weiter. Ich wollte noch mal kurz auf eine Sache eingehen. Und zwar habt ihr mir bei Insta und auch bei einem anderen YouTube-Video, glaube ich, geschrieben, ich soll doch bitte an die Kabel denken für die Beleuchtung in der Decke. Da habe ich natürlich drüber nachgedacht, aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, welche Beleuchtung ich mache, aka wo überhaupt Kabel hin müssen. Das heißt, die Platten sind ja nur mit 6-7 Schrauben verschraubt. Wenn wir uns dann irgendwann festlegen, okay, da und da kommt Kabel hin, dann machen wir halt die entsprechenden Platten nochmal runter und schrauben die dann wieder dran. Das ist jetzt ja auch kein riesen Mehraufwand. Dafür ist die Decke jetzt erstmal schön und wir können dann nach und nach weiter überlegen, wie es weitergeht. Genau, René hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, hier die ganzen Schraubenlöcher zuzupinseln und ich verziehe mich mal kurz in den Van, mache ein bisschen Bürokratie und dann schauen wir mal, ob wir hier die Aufkantung noch verkleiden heute. 2 Stunden später. Das Büro ist komplett fertig. Der René hat jetzt oben diese ganzen Schraubenlöcher nochmal abgetupft und das sieht wirklich schön aus. Schaut es euch an. Gesundheit, Paul. Hallo. Paul hat übrigens übelst Schiss vorm René, weil, haben wir im letzten Video schon gesagt, als wir René vorgestellt haben, für die Leute, die es nicht gesehen haben, René war vorher beim Tierarzt beschäftigt, tatsächlich als Tierarzthelfer. Und das war mein Tierarzt früher, oder ist mein Tierarzt für Paul. Und ja, der René war leider live dabei, als ihm die Klöten abgenommen worden sind. Ne, Pauli? Und jetzt hat Paul, hat noch nicht so den Vertrag mit René, aber ich hoffe, das ändert sich. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt eben diese Bürodecke fertig gemacht und, ich drehe mal gerade die Kamera, wir haben hier oben auch noch die letzten beiden Abschlüsse mit den USB-Platten hier gemacht, also ganz oben da so, ne? Und das sieht jetzt doch richtig schön aus, ey. Wie gefällt's dir? Sehr gut. Okay, René gefällt's auch. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Chaos gemacht, denn hier in meiner Halle sieht aus wie Sau und wir hauen jetzt mal einen GoPro-Zeitraffer rein, hauen jetzt mal ordentlich Motivationsmusik rein und räumen hier den Puff mal auf, ne? Puff.
Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den Puff. Puff. Puff? Puff, Junge! Puff. So, bis gleich. Na gut, also so richtig 100% ordentlich ist es hier natürlich noch nicht, aber wir befinden uns ja auch auf dem Bau. Das ist voll ordentlich. Ja, wir können jetzt auf jeden Fall hier wieder Tango tanzen. Ja, René, how war's your erster Tag? In Träumsche. In Träumsche, sagt er. Ja gut, noch ist es ja auch nicht wirklich anstrengend, ne? Das stimmt wohl. Das kommt dann noch. Leute, wir sind raus. Wir machen jetzt Feierabend, beziehungsweise René macht Feierabend, ne? Das Los des Arbeitnehmers, das Los des Arbeitgebers. Ich gehe jetzt weiterarbeiten und zwar Videos schneiden. Yeeha! Bis morgen. Good morning, Leute. Tag 2 mit René auf der Baustelle. Moin. Leute, wir haben uns ja gestern um die Decke gekümmert, die ich nach wie vor übertrieben geil finde. Ja, und heute machen wir das Büro noch ein Stückchen schöner. Ihr seht hier im Hintergrund diese hässlichen Betonaufkantungen, ja, und da ist ein Versatz drin und so, das gefällt mir alles nicht. Wir haben uns hier 3 Schichtbretter zurechtgesägt. So sieht es dahinter aus. Und die werden jetzt hier einfach ganz simpel davor gestellt mit einer Deckplatte oben drauf. Am Ende sieht das dann so aus wie das hier, das haben wir nämlich schon gemacht. So sieht es dann aus, wenn es verkleidet ist. Ich denke, das ist eine gute Lösung und bietet dem Raum auf jeden Fall auch gleich nochmal eine deutlich hübschere, bessere Aufwertung irgendwie. Ja. Und das ist jetzt heute unser Vormittagsprojekt. Lots Fetzos. Lots Fetzos. Scheiße, oh nö! Nö! Der Balken ist tiefer! Warum sind die denn nicht gleich? Wer erfindet denn sowas? Das Ding da ist. Warum sind die nicht gleich, René? Ja, hätte man jetzt messen können, aber man hätte ja auch einfach mal gleich Balken verbauen können. Das wäre eine Option gewesen. Alter! Egal, sieht trotzdem cool aus. Ja. Aber warum? Mann, guck mal, wie schön das ist. Ich wollte gerade sagen, ich bin hier am Astrainer Zimmermann verloren gegangen, ja? Aber so eine Scheiße, ich würde sowas nicht bauen. Nö. Ich würde die gleich machen. Ja. Was ist das für Bullshit? Warum sind die... Alter, sag mal, wo ist der Zollstock? Warum so ein Stock? Warte. Digga, der hat 17,5. Warum? Warum? Hä, sind wir jetzt komplett bescheuert? Wie soll das denn? Guck mal. Der Balken hier, ja? Der hat 17,5. Ne, der hat auch. Der hat auch 18. Ich will das jetzt nur mal sagen, Leute, das ist nicht mein Fail. Klar, ich hätte messen können, aber ab hier fängt der Balken einfach an, dünner zu werden. So, hier seht ihr auch in der Fensterbank. Das Ding steht ja auch ab. Das ist Fusch am Bau, Leute. Egal, ich fusche mir da natürlich jetzt selber was zurecht, dass das wieder schön aussieht, aber ist doch kacke, ey. Ich gebe mir so viel Mühe bei den Ausschnitten und dann sowas. Das deprimiert mich.
sagen, das sieht ziemlich fett aus. Also, das sieht fett aus, das will ich nicht nur so sagen, das ist so. Die erste Verkleidung ist quasi fertig. Ich meine, dass das nicht 1 Million% passt, war natürlich von Anfang an irgendwie klar. Aber das sieht doch viel, viel schicker aus als das da. Das ist doch, also ich meine, das da versus das da, das ist doch der Hammer. So sieht's richtig geil aus. Wisst ihr, was richtig geil ist? Wenn man zu zweit ist, kann man auch zu zweit Mittag machen. Richtig, richtig schön. Heute gibt's mal wieder die Wurst vom guten Scotty Grill. Der ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr auch Bock drauf habt. Ich kann euch das Ding echt wärmstens empfehlen. Übrigens, meine neue Sonnenbrille ist heiß, oder? Richtig geil. Ja, nach dem Essen gehen wir dann weiter die letzte Seite der Betonverkleidung an. Ich glaube, das wird gut, ey. Das sieht richtig, richtig schick aus schon. Hey, Boy. Dein Essen ist fertig. Junge! Leute, zu zweit ist einfach alles geiler. Ja. Wir sind fertig. Ich habe die ganze Zeit meine Schutzbrille auf. genau, also der wunderschöne, wie nennen wir das denn jetzt eigentlich? Naja, die Aufkantung ist jetzt auf jeden Fall wunderschön und so kann das bleiben. Ich habe jetzt ein bisschen Stress, weil ich muss jetzt mal zum Friseur hier mal die blonden Kacksträhnen da wegkriegen irgendwie. Vielleicht gibt es heute eine Glatze, ich bin gespannt. Worauf der Kostja Bock hat. Aber Leute, es sieht doch schön aus. Es sieht doch gleich. Das ist René. Es ist einfach so schön. Ein Träumchen. Genau. Leute, ich verabschiede mich. Der René, der hat jetzt hier noch ein bisschen was zu tun. Und wir springen dann morgen wieder ein, weil da haben wir auch wieder einen vollen Tagesplan. Ich find's geil. Haut mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Aber ich finde, das ist vor allen Dingen. Hier, man kann jetzt auch hier einfach. Hat er gleich noch so eine Sitzgemöglichkeit. Okay, komm. Mach mal Sitz. Super, oder? Ist doch geil. Paulchen, das ist super für uns, gell? Ja. Gut, bis morgen. Tschüss, Müll. 2 Stunden später. Ey Leute, ich bin wieder zurück. Schaut mal, ich war beim Friseur. Jetzt bin ich wieder richtig fresh. Ich muss mir gerade selber nochmal anschauen. Der Kostja von Blackbeard, wo ich war, der hat mir so ein geiles, es gibt ja Wachs und Gel und so ein Zeug, und der hat mir so ein geiles Pulver gegeben. Einfach. Und das puderst da so drauf wie so ein bisschen Koks, ne? Also nicht in die Nase. Und dann kannst du damit machen, was du willst. Und die Haare, die bleiben einfach so. So, du kannst einfach auch Motorradhelm anziehen, hat er gesagt. Und dann macht's halt trotzdem den hier. Mega witzig, auf jeden Fall geil. Der René ist übrigens immer noch hier. Hallo. Und der René, ey, man kann den Jungen echt alleine lassen, gell? Richtig geil. Die Bude ist aufgeräumt, plus minus. Und das Büro, oh, Leute, das Büro wird echt, das wird schön. Hier, schaut euch das mal an. Richtig, richtig geil mit den Aufkantungen. Genau, morgen haben wir noch ein paar andere Pläne, aber das werdet ihr dann morgen sehen. Jetzt hat der René erstmal Feierabend. Wow, Arbeitnehmer, ey, das will ich auch mal wieder gern. Ja, habt ihr meine Garderobe schon gesehen? Ja, nee, es ist alles einfach richtig geil. Ich bin so happy, Mann. Der zweite Tag heute. Mit dir, und es ist einfach schön. Ja. Der Paul, der findet ihn auch nicht mehr so scheiße. Nö, geht, ne? Pauli, wo ist der René? Ja, da ist er, genau. Pauli, wo ist der René? Geh mal gucken, wo der René ist. Auf, los. Ja, fein. Ja, super. Ja, hier hinten geht übrigens gerade die Welt unter, Leute. Könnt ihr das sehen? Oh, da muss ich jetzt hin. Ja, da hinten wohnt der René nämlich irgendwo. Kannst du schön in den Regen fahren. Also, René, schönen Feierabend hier. Bis morgen. Bis morgen. Good morning in the morning.
Ihr hört es im Hintergrund vielleicht schon, der René ist fleißig am Schleifen. Good morning! Moin! Wir bereiten nämlich gerade den einen Balken vor, der hier unten ins Büro soll. Denn hier soll quasi auch noch ein Balken rein, damit es eben hier wie so eine Art Rahmen gibt. Und hier soll auch noch ein Balken rein. Denn dann kann am Ende des Tages, wenn das hier alles erledigt ist, der Brüstungskanal installiert werden. Der Brüstungskanal sieht so aus und da werden meine kompletten Stromkabel für das Büro durchlaufen. Der ist auch von Hager. Da gibt es aber ein extra Video, wie wir das machen. Ich wollte es euch nur schon mal erzählen. Der geht halt einmal um den kompletten oder durch den kompletten Raum. Und ja, damit wir den ordentlich installieren und festschrauben können, setzen wir eben da noch diesen Balken hin. Denn hier haben wir natürlich den Balken schon drinne. Und hier hätten wir einen Versatz und das ist blöd, deswegen wird es hier noch aufgedoppelt sozusagen. Und dann kann der Brüstungskanal da ordentlich installiert werden. Außerdem ist theoretisch heute noch die Idee, dass wir hier so einen kleinen Sicherungskasten einbauen, der dann als Verteilung fürs Büro gedacht ist. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Das in etwa aus. Ich habe auch hier schon mal dieses Thuja-Brett hingestellt, womit ich dann die Wände verkleiden möchte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das aussehen wird und ich sage, Leute, das wird mega geil. Ja, und dann, dass ihr mal versteht, wie ich das meine mit diesen Brüstungskanälen, die sind natürlich schwarz, hier ist nur so eine Schutzfolie drauf, dass sie nicht verkratzen. Die sitzen dann quasi hier so davor, so auf dem Boden und dann können hier im Prinzip die ganzen Kabel durchgelegt werden, einmal quer durchs Büro. Und da können dann auch, je nachdem, wo ich halt Steckdosen haben möchte, kann ich dann halt auch Steckdosen, Netzwerksteckdosen und sowas platzieren, was, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache ist. Ich muss nichts in der Wand verlegen und so. Ich bin jederzeit flexibel, ich kann jederzeit Kabel nachrüsten. Also eine Top-Sache auf jeden Fall. Wie gesagt, zum Thema Kabelkanäle, Büroverkabelung, Elektro und sowas, kommen wir dann in einem neuen Video irgendwann mal zu sprechen. Ja, jetzt machen wir erstmal kurz Kaffeepause. Und dann geht das hier mit dem Sicherungskasten weiter, glaube ich. Wir werden jetzt noch die Technikzentrale, aka Sicherungskasten, für das Büro installieren. Dafür haben wir einen Unterputzschrank bestellt von der Firma Hager. Der wird hier in der USB-Wand, die ich gebaut habe, fürs Badezimmer integriert. Der Plan sieht wie folgt aus, dass wir hier irgendwo jetzt den Ausschnitt reinmachen und den Sicherungskasten hier einlassen. Der ist also genau so breit, wie die Wand hier breit ist sozusagen. Das heißt, er verschwindet hier einfach drinnen. Von innen, vom Bad stört es nicht, das ist, glaube ich, eine super Sache. Dann können wir nämlich später mit dem Hauptstromkabel von oben reingehen, können hier die Verteilung machen und können dann die ganzen Kabel in der Wand lang runterlaufen lassen, in den Brüstungskanal, der hier dann sein wird. Ja, und dann einmal hier rüber gehen Richtung Tür und einmal hier Richtung Büro, Schreibtische und so weiter. Ich glaube, das wird ganz gut. Das zeichnen wir uns jetzt mal an, das messen wir uns aus. Ja, und dann machen wir da mal ein Loch rein, würde ich sagen. Moin! Alter, weißt du, was wir machen? Wir machen einfach ein Fenster in die Dusche rein, also vom Büro. Damit du mir beim Duschen zugucken kannst. Nee, vielleicht haben wir ja mal hübschen Besuch. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob das auch passt, was wir uns hier ausgetüdelt haben. Alter! Digga, wie
ein Profi. Sowas kann man auch einfach nicht lernen, ne? Entweder man kann das oder man kann das nicht. Ich kann das. So, Sonnenbrille auf. Genau, wir spaxen das Ding jetzt kurz fest und dann machen wir schon wieder Mittagspause. Kaum was gearbeitet und schon Pause. Immer so, ey. René, hol doch mal bitte ein paar Schrauben. Okay, Leute, wir haben jetzt diesen Sicherungskasten installiert und wir haben unser Filmequipment mal ein bisschen geändert. Ich hoffe, das ist geil, weil wir es jetzt am Computer noch nicht gehört haben. Aber ich habe mir hier mal so eine Funkstrecke von Komica gegönnt. 269 € kostet das Ding und jetzt haben wir zwei richtig fette Funkmikros, dass der liebe René auch was sagen kann und ihr genau. Mich hört. Und es ist vollkommen egal, wo die Kamera jetzt ist. Das ist richtig geil. Und so haben wir beide den vernünftigen Ton, weil wir natürlich jetzt in Zukunft auch viel miteinander arbeiten werden. Er kann auch hinter der Kamera ordentlich sprechen. Ich glaube, das wird videotechnisch und soundtechnisch, glaube ich, eine richtig krasse Verbesserung, wo ich richtig Bock drauf habe. Ich habe richtig Bock drauf. Ich finde es richtig geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen, ob der Sound ab jetzt besser ist oder auch nicht. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall schon mal gerade getestet. Wir haben die Kamera hier im Büro stehen lassen und sind dann hinten in die Halle gelaufen, in die Vermiethalle, in die letzte Ecke. Und selbst da kam der Ton gut bei rum, ne? Ja, einwandfrei. Einwandfrei. Der René hat nämlich, ich schreie ja immer so und der René ist immer so leise. Aber da muss ich natürlich an das Filmbusiness auch erst noch gewöhnen. Aber ich habe immer so das Bedürfnis, dann so zu machen. Hi. Damit das Mikrofon nah an ihm ist, aber das muss ich jetzt gar nicht mehr, nee. Weil er das Mikrofon immer am Start hat. Ich bin mal gespannt, wie lange das Zeug auch vom Akku her hält. Man kann da jetzt normale Batterien reinmachen oder auch Akkus, die du mit einem USB-C-Anschluss laden kannst. Finde ich nicht schlecht, glaube ich. Ich werde euch auf jeden Fall in den nächsten Videos nochmal so ein kleines Review geben, ob das Ding geil ist oder nicht. Und ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare hauen, wie ihr den Ton so findet. Na gut, Leute, ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ey, Leute, ich weiß nicht, habe ich es schon mal gesagt? Bestimmt. Aber ich finde es so geil, dass René da ist. Wir hatten die ersten Tage schon eine richtig, richtig gute Zeit. Und vor allen Dingen waren wir richtig produktiv. Wir haben richtig was gearbeitet hier drin. Ich meine, guckt euch mal um. Das Büro ist nicht wiederzuerkennen, ja? Wir haben sogar schon eine Lampe an der Decke. Mhm. Klar, das ist natürlich nur Baustellen provisorisch gemacht, ne? Weil ich überhaupt noch gar keine Ahnung habe, wie die Beleuchtung überhaupt aussieht. Aber auch da könnt ihr euch drauf verlassen. Dotlux und ich sind da fett am Plan gerade. Das wird, glaube ich, ziemlich awesome. Ja, und ansonsten haben wir hier schon den Schreibtisch reingestellt. Ja, okay, ist jetzt nichts Schönes, aber wir haben mal den iMac aus dem Krankenwagen rausgeholt, damit wir hier ein bisschen was machen können. Wir haben hier den LTE-Router, wir haben hier ganz wichtig die Kaffeemaschine am Start. Also so die Basics sind auf jeden Fall drin, damit wir hier so nach und nach alles machen können. Da hinten liegen, wie schon gesagt, diese Kabelkanäle, die wir dann in irgendeinem der nächsten Videos verbauen werden, damit wir hier dann auch Strom aus unserem neuen Sicherungsverteiler auch ins ganze Büro kriegen, ne? Mhm. Ja, Leute, der René hat morgen frei. Fängt ja schon gut an, ne? Drei Tage gearbeitet und dann frei. Morgen ist nämlich Donnerstag. Der muss nämlich mit seinem Stiefvater muss seinen Wohnwagen abbauen, der über 30 Jahre oder was auf dem Campingplatz steht. Mhm. Das wird, glaube ich, eine richtig geile Sache. Richtig schön. Da bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Bescheiden. Und es soll schneien morgen, gell? Ja, geil. Prima, sag's doch nochmal. Soll schneiden morgen übrigens. Ja, danke. Ansonsten sind wir am Freitag auf geheimer Mission unterwegs und Leute, das wird richtig krass. Mhm. Wir haben da was richtig, richtig Fettes für euch im Pedo. Ich habe das die ganze Zeit schon in der Hinterhand, aber jetzt, wo wir zu zweit sind, kann ich das endlich umsetzen. Und das gibt natürlich ein extra Video. Deswegen, Leute, wenn ihr neu hier seid, abonniert auf jeden Fall mal meinen Kanal, denn es wird wieder ein richtig, richtig fettes Thema kommen. Und dann gibt es auch wieder anderen Content außer die Halle. Wenn ihr euch vorstellen könnt, was das ist, haut's gerne mal in die Kommentare. Ja, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir hier fabriziert haben die Woche oder wenn ihr Fragen an den lieben René habt, der René wird jetzt sicherlich auch die ein oder andere Minute bei YouTube verbringen. Jo, als her damit. Genau, und wird euch sicherlich auch Rede und Antwort stehen. Und ja, ich freue mich einfach weiter, für euch Videos produzieren zu können und ab sofort dann zu zweit. Ja, wir machen das Ding hier zu zweit. Das ist geil. Zu zweit ist man einfach dreimal so schnell. Wird geil. Also in diesem Sinne, René, viel Spaß morgen. Danke. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, diese Überraschung, die wird krass. Die wird richtig, richtig krass. Oh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis dann. Tschüss mit Tschö.